Boah, ich bin die schlechteste Spielerin überhaupt. Achte mal auf deine Munition. Zum Beispiel jetzt schon wieder. Achte mal auf deine Munition. Guck mal nach unten rechts. Boah, das tut mir wirklich sehr leid. Ich bin gerade... Aber mal ganz im Ernst, ne? Ihr könnt das Spiel natürlich, wenn ihr Cryer 4 habt, das ist sowieso kostenlos. Natürlich sind diese Custom Campaigns auch dann kostenlos. Wenn ihr das dann auch noch Let's Playt und in diesem Raum seid, ne, wo man echt einfach nur unterbrechen könnte, da verwirrt man mal ganz schnell Deutsch tun. Deutsch auch verlieren, tun, machen. Bockwurst. Ja, das denke ich mir ja auch die ganze Zeit. Oh oh. Was nun? Was? Metal Gear Solid, was? Ah! Na super. Wie geil ist das denn? Geil! Sag es. Weiß nicht, wie viele Kapitel das Spiel hat. Keine Ahnung. Vor allem so lange... Hatte ich es regulär nie aus, Cryer 4 zu spielen, aber das hier... Bing! Da brauche ich ja gar keine Pause eigentlich. Ich hatte ja gerade nur eine gemacht wegen der Webcam, aber... Ich hätte es jetzt echt in einem durchspielen können. Wah! Gib es nicht! Komm her! Gib es nicht, gib es nicht, gib es nicht, gib es nicht! Nachladen. Oh, jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen gerade. Ich muss nachladen, aber... Aber ich kann nicht? Das ist so fies. Guck mal, ich kann gar nicht nachladen. Ich habe gar nicht so viel Munition. Ich muss echt richtig gut zielen können. Kann ich das eigentlich? Ich kann das gar nicht beurteilen. Wie schlage ich mich denn bis jetzt so zielmäßig? Eigentlich ziele ich ja gar nicht. Aua, aua. Ist das weh? Ich bin ja echt immer so, dass ich einfach drauf los. Hallo. Was war das? Greens. Aber was war das jetzt rechts? Sollen das zwei Figuren sein, die da rumtanzen? Um den Level Point? Keine Leiter? Das Spiel ist super abwechslungsreich jetzt gerade. Ich kann gar nicht glauben. Oh nein, ich will mich doch nicht tun. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Brauchst keine Angst zu haben. Keine Angst zu haben. Aber ich... jetzt über der Tod. Ja, okay. Bei denen ist es ja, ne? Ich hatte die ja... Wir sehen ja, was das eigentlich ist. Stellen wir uns jetzt nochmal diese gruselige Textur vor. Das sind ja die Titanen. Das habe ich schon, ne? Jetzt gucke ich mir aber das Modell nochmal an. Nee, das hat nichts damit zu tun, oder? Tut mir echt leid, Leute. Ich will das ja gar nicht. Aber ich muss wohl. Ah, ich dachte, der kommt nämlich von hinten gerade. Okay, kein Problem. Jetzt schaffen wir es. No hope. Habe ich gerade auch nicht bei meinen Künsten hier. Aber auf geht's. Ich kriege das schon hin. Ich kriege das schon hin. Sollte. Ich weiß nicht, ob ich da auf den Kopf jetzt ziehen soll oder eher nicht. Thank you.
Mission gesehen. Warte, jetzt erstmal, bis einer noch lebt. Und die Stille. Das auch geschafft. Tut mir leid, dass ich am Anfang so super verwirrt war und die eigentlich gar nicht töten wollte, aber wir mussten die jetzt töten, sehe ich gerade. Kommt mir gerade bekannt vor. Ich habe es nicht gespielt, aber ich habe da so eine Szene gesehen. Ah, ja. Afraid of Monsters. Ich sollte es auf jeden Fall let's playen. Ah, das Handy. Schöner Hoodie, Simon. David, Simon. Was war das? Kapitel 8. Ich weiß nicht, wie viele Kapitel es hat. Okay, ich habe die Drogen genommen. Die Spritze kann ich seltsamerweise nicht nehmen. Ich bin ja jetzt quasi den Anfang von Afraid of Monsters. Wie gesagt, ich habe Videos gesehen, ich habe in ein Let's Play kurz reingeguckt. An sich weiß ich aber wirklich noch gar nichts vom Spiel. Aber ich glaube, das, was sie gerade hatten, war eigentlich... Ach, möchte ich jetzt nicht zu viel verraten. Ich habe mich schon selber viel zu sehr zugespoilert, sag ich mal. Wie gesagt, vom Spiel an sich, von der Story weiß ich einfach gar nichts, aber ich weiß, wie es ungefähr endet. Aber wieso, warum, ne, das ist eigentlich ist es egal, dass man es weiß, weil ich weiß vom Spiel an sich gar nichts. Ich kenne die Story an sich wirklich überhaupt gar nicht. Aber ich weiß, dass das der Anfang ist. Und ich habe nichts. Oho, das wird jetzt witzig werden. Das sieht schon ziemlich cool aus. Nicht, dass es der Futter fällt, ne? Ah, eine Tür. Oder? Keine Tür? Kann ich da durch oder wie? Hä? Ja, ich kenne mich hier nicht so gut aus. Muss ich hier hochpacken? Oh Gott. Ah! Hey, das war eigentlich jetzt gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich höre Alice da gerade rumheulen. Anders. Zumindest im Sound von ihr. Bin ich wieder runtergehopst. Also, ich habe schon sehr viel schlimmere Sachen überstanden, ne? In Cry of 4, deswegen werden wir das sicherlich auch noch hinkriegen. Röp. Röp. Hallo? Oh, Entschuldigung, ich hab mich so laut ins Mikrofon schreien. Warum bist du auch so nah gerade? Hopp. Hopp. Jetzt. Okay. Entschuldigung. Kommt nicht wieder vor. Das war gerade sehr laut. Ich habe mich gerade echt erschrocken. Nein, Mann! Sowas ist echt doof. Dann schmeiß mich zu mit Jumpscares, aber mach bitte nicht sowas. Weil, guck mal, ich bin ja jetzt drauf, ne? Wow, wow, wow. Ich bleib auch drauf, bleib drauf, bleib drauf. So. Nein, schon wieder. Ich bin ja gerade so laut und mach die ganze Zeit. Guck mal. Hört sich an wie so ein Hundi.
Das ist echt cool. Aber diese Jump'n'Run-Einlagen, die sind nicht so wirklich cool. Halt hier. Das ist echt, das ist wirklich super mies, Leute. Schwitzige Hand. There's only one exit. Not here. 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 Here? Hallo? Muss das so? Muss das so? Ist das normal? Ich will das nicht normal machen. Was ist das? Ich kann die Maus nicht bewegen, ich kann ja wirklich gar nichts machen. Oh, das ist jetzt natürlich, ist das jetzt hier so ein Bug? Ich bin mir beim Spiel einfach nicht so sicher. Ja, ich glaube, das ist ein kleiner Bug. Scheiben. Das ist natürlich jetzt doof. Leute. Muss das so sein? Wirklich keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, gerade nicht so richtig. Oh Gott, das sehr blöde ist, dass ich das gleich nochmal machen muss mit dem Jump'n'Run und ich habe da gar keinen Bock drauf. Mach hier weg, mal weg, mal weg, ich will weiterlaufen. Menno, ich habe hier gerade so einen guten Run irgendwie. Ich komme hier einfach so durchs DLC, wollte ich schon sagen, durch die Custom Campaign durch. Und ich muss auch Crisis Core aufnehmen. Naja. Dann mache ich jetzt wirklich meine kleine Aufnahmepause, nehme das nächste Spiel auf. Danach übrigens noch ein Spiel und danach proben wir nochmal für ein anderes Spiel. Oh mein Gott, es ist heute ein sehr vollbepackter Tag. Dankeschön fürs Zuschauen und ich hoffe, dass euch. Da kann man jetzt drüber hinwegsehen. Das ist ja jetzt nur, ich meine, ich mag Cry of Fear immer noch. Deswegen, bis später. Bye bye.